Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us und dem Beagle. Wir sind in dieses Haus geflüchtet und wie es der Zufall so will, ist ja bei Nate auch nie anders, stand hier ein Auto rum, das fahrtüchtig ist. Also zumindest fast. Die Batterie ist noch leer. Die wollen wir jetzt, glaube ich, voll machen mit Starthilfe. Bei alten Autos ist das nämlich noch gegangen. Also falls die Jugend von heute. Bescheid, wenn wir anfangen können. Ja, Ich lasse es Bill. dich wissen. Früher konnte man Autos noch richtig reparieren. So, die Elektronik war so gemacht, dass man da was tun konnte. Man war nicht allem hilflos ausgesetzt und unter anderem Batterie starten, indem man ihn zum Fahren bringt, weil beim Fahren lädt die sich ja auf. Was haben wir denn da? Ach Gott, lesen, Leute. Lesen. Ach, Bill, ich bezweifle, dass du diese Nachricht hier finden wirst, weil du immer zu ängstlich warst, um in diesen Teil der Stadt zu kommen. Falls doch, solltest du es wissen, dass ich nie, dass ich dich nie ausstehen konnte. Ich hatte keine Lust mehr auf diese Scheißstadt und dein Spießertum. Ich wollte mehr vom Leben und das hast du nie verstanden. Und diese blöde Batterie, wegen der du immer rumgejammert hast, ich hab sie. Aber du hattest wohl recht, der Versuch, diese Stadt zu verlassen, würde mein Ende bedeuten. Trotzdem besser als noch einen Tag mit dir zu verbringen. Viel Glück, Frank. Viel Glück, in Liebe, Frank. Ich dachte gerade so, ich dachte, der heißt Bill und nicht Frank. Aber ist okay. Wie gesagt, Leute, ich bin nicht zu doof zum Lesen. Ich kann nur von dem Bildschirm nicht anständig lesen. Ganz schlimm. Das machen die armen alten Augen nicht mehr so mit 20 für maximale Gesundheit. Die brauchen wir definitiv mehr. Heiltempo wäre irgendwann auch nicht schlecht. Also wir kriegen davon doch einiges voll, ohne Frage. Keine Molotovs mehr, das ist schlecht. Wenigstens einen, das ist wichtig. Bereit. Ja. Kommst du damit klar? Kein Problem. Du schlägst dich ganz gut. Na. Das solltest du wissen. Ich werde dich nicht enttäuschen. Und dann denke ich an die Ellie aus Teil 2 und kann es einfach nicht verstehen. Ich liebe diese Okay, dann Ellie. Ich los. liebe sie. Nein, da liegt. Warte, lass los. Da Okay. liegt doch was. Nicht Nein, in der lass los. Vergangenheit. Lass los. Lass los. Nein. Ist schon Nein, da passiert. ist gar nichts passiert. Nein, nein, Lass den nein. Fuß auf der Kupplung. Lass los, Und da wenn sie dann liegt rollen. doch noch Ich lass sie was. kommen. Woher willst du? Weißt du was? Mir egal. Das Scheiße, soll es hab nur ich nicht. jetzt. Okay, Ellie, halt dich bereit. Nein. Da geht's dahin. Was wär's denn gewesen? Warte doch mal, warte doch. Oh, danke, Jetzt, danke, danke. gib Gas! Gib Gas! Oh, Leute. Super. Hey! Ganz toll, Kleine! Bill, lass gut sein. Sie hat's doch Ellie, wir versuchen es versucht. nochmal. Konzentrier dich! Kann ich nicht. Ja. Oh Mist. Ja, Joe, lass doch los! Klicker, 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 von wo? Klicker, von wo? Da, relativ offensichtlich. Voll Bill getroffen. Ja. Aber was halten die so viel aus? Alter, was halten die so viel aus? Okay. Ah, da haben die was für mich? Nein. Ah, absolut gar nichts haben die für mich. Wir sind zu langsam. Ja, Ellie. Schieb weiter. Schieb weiter. Okay. Na, was ist das? Bill, machst du gut? Na, ach, ich kann mit der Waffe A schlagen. Sehr geil. Warte. Sorry, aber das ist mir gerade wichtiger.
Aber was, jetzt tauschen wir hier Plätze, oder wie? Warte mal, der hat was da liegen gelassen. Hab ich das? Ist das so? Ich sehe aber jetzt nichts, wenn was kommt, ne? Und irgendwo hier. Ah, dieses links! Bei mir! Dieses links! Bei mir! Einfach voll reinballern. Alter! Voll den Kopf weggefetzt! Das ist natürlich voll schlimm, das macht man nicht, ja. Jetzt hinterher, hinterher, hinterher. Da kommen nämlich immer mehr. Wie hört sich das an? Ja, und die Infizierten hören das auf. Okay, wir müssen rein. Los, los, gib Gas. Okay, das reicht. Stopp! Lass einfach laufen, okay? Die Kleine hat uns fast umgebracht. Hm. Du musst zugeben, sie hat sich nicht schlecht geschlagen. Ihr habt keine Chance. Oh, oh. Hier. Was ist das? Kaum zu glauben, wie viele Autos noch Benzin im Tank haben. Danke. Und der Bill, wegen deinem Kumpel vorhin. Das ist echt hart. Und dich, ja. Sind wir quitt? Sind wir. Dann verschwindet endlich aus meiner Stadt. Solltest du schlafen. Okay, ich weiß, es sieht nicht so aus, aber das hier ist gar nicht so schlecht. Es gibt nur ein Problem. Und zwar hier. Fortsetzung folgt. Hasse sowas. Wo hast du das denn her? Das ist von Bill. Das Zeug lag da einfach so rum. Ich liebe sie. Was hast du noch? Tja, hier. Na, weckt das Erinnerungen? Weißt du, also das war eine Weile vor meiner Zeit. Aber die ist gut. Oh, Mann. Na, besser als nichts. Oh, das hier wird dein Freund heute Nacht sicher vermissen. Nicht viel zu lesen, aber ein paar interessante Fotos. Nein, Ellie, das ist nichts für dich. Wow. Wie kann der denn überhaupt noch laufen mit dem Ding? Los, tu das weg jetzt. Jetzt mal langsam. Ich will sehen, was so toll daran ist. Oh, warum kleben die zusammen? Ich lieb sie. Ich verarsch dich nur. Und tschüss, Mann. Pittsburgh. Weißt du was? Das hier ist gar nicht so schlecht. Warum schläfst du nicht ein bisschen? Okay. Bin ich mal müde. Oh nein, nein, nein. Na klasse. Und jetzt? Scheiß drauf. Vorsicht!
dich! Bitte! Oh Mann! Hilfe! Sollen wir ihm helfen? Schnall dich an, Ellie. Und was ist mit ihm? Oh, dem fällt gar nichts. Autsch. Mir geht's gut. Komm raus, schnell. Komm her, du Mist. Lass mich los, du blöder Sack. Ah, ich kann doch gar nichts machen, ne? Noch nicht. Jetzt aber. Okay. Oh, Joel, das Tier, ey. Und zack. Wo ist Ellie? Ellie? Alter, dafür kriegst du einen Tritt. Aber sowas von, ey. Der hat ein Kind geschlagen. Und ein Mädchen. Was ist bloß los mit denen? Ich weiß es nicht, Ellie. Ich weiß es einfach nicht. Ach, hausgemachte Schießerei. Warte, jetzt hab ich. Au! Okay. Ich muss schneller handeln. So, den müsste ich voll erwischt haben. Von wo? Autsch. Nicht doof. Ich sehe die nicht. Nee, von wo? Jetzt im Ernst, von wo? Oh, von da. Du bist tot, Arschloch. Ja, du auch. Oh, Scheiße. Au. Nein, nein. Oh, Mann. Ja, oh, Mann. Au. Fuck, ey, du Drecksack, ey. Alter. Jetzt mal schnell heilen. Das läuft nicht so gut, wie ich das gerne hätte, wenn ich ehrlich bin. Er hat's kommen sehen, oder was? Ja, bitte, du Arsch. Ja, oh, Scheiße. Was? Und wo? Da hinten. Oh, ich hab keine Moon. Ja, von mir aus, dann machen wir es halt so. Wenn ich keine Moon mehr habe, dann muss ich den jetzt leider prügeln. Joel ist halt Eisenfaust Joel, ne? Also, um das mal kurz festzuhalten. Das ist noch mehr. Ich habe aber doch gar keine Pistolen-Moon mehr, Leute. Kacke. Da ist er, da kommt er. Er kommt von. Hier müsste er kommen. Und. Alter, der hat Schrot im Arsch gehabt und es hat ihn einfach nicht interessiert. Okay, sind da noch mehr? Okay. Das war der letzte. Jetzt müssen wir uns ja erstmal umgucken. Okay? Ich brauch Zeugs, ey. Ja, ich glaub schon. Glaubst du schon? Wenn mir tut, dass wir wegkommen. Du weißt, wie es läuft. Seh dich um und such nach was Nützlichem. Da bin ich gerade bei, Joel. Zu Befehl. Oh, zu Befehl. Ja, Ellie, Liebste, wir müssen es machen. Kleine Maus. Die Kleine hat es schon fast. Die hat sich gut gewehrt. Aber ein Kind zu schlagen, dieses Arschloch, ey. Das geht mir gar nicht. Wir sind jetzt also in Pittsburgh. Wie voll. Oh, voll. In der Tat benutze ich das Gewehr zu wenig. Das kann nämlich eigentlich ziemlich viel. Gutes Gewehr. Wieso? Greif, meins, alles meins, immer meins. Ah, nix. Ah. Siehst du was? Zack. Ja, ich bin gerade schon am Looten hier, Schätzchen. Und es war gut.
Ah, es könnte besser sein. Ich bräuchte noch ein bisschen hier Flasche. Ja, nee, ist sonst nichts mehr. Na gut. Oder? Ist ja auch wirklich sonst nichts mehr. Nein, hier ist sonst nichts mehr. Da können wir weitergehen. Und ich meine, wir müssen... Wo ich hier weiter? Ja, hier. Na los. Okay, jetzt. Versuch es, mit irgendwas aufzuheben. Ja, Ellie. Echt ziemlich krasses Zeug. Ellie. Gut. Okay, los. Okay, es geht schon. Es geht schon. Da. Jo, Leute, wow. So. Reden wir mit der Kleinen. Verdammte Hunter. Es hätte uns treffen können. Mann. Hoch. Oxidierter Zucker erzeugt eine Rauchwand, die dich vor Gegnern verbirgt. Er entzündet sich mit einer erschütternden Explosion, die jeden Gegner im Explosionsradius betäubt. Gegner können im Rauch nichts sehen und greifen ein Ziel, das sie nicht erkennen können, nicht an. Nutze das, wenn du unterlegen bist, oder stürme in die Gruppe Feinde hinein, während sie aha. Es sind so viele, die es nicht geschafft haben. Ich wusste, ich hätte den Truck drehen sollen. Ach, Joel. Gerade so. Los, oder liegt eine Leiche? Okay. Das ist gut. Was haben wir denn da? Verzeichnis der Fremden. 5.8. Schuhe 4-mal, Jacke, sonstige Kleidung 6-mal, Reifen 4-mal, diverse Medizin 2-mal, Kochgeschirr. 6.8. Schuhe 2-mal, diverse Kleidung 3-mal, Rucksack, Konserven 3-mal, getrocknetes Essen 4-mal. 7.8. Schuhe 4-mal, Jacken 2-mal, diverse Kleidung 7-mal, getrocknetes Essen 2-mal. 8.8. Nichts, alle waren zu beschäftigt, dieses verrückte Huhn zu jagen. Leute. Die haben echt viele Menschen umgebracht. Viele, viele, viele Menschen. Viele, 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 viele Menschen. Das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. So. Ja, Mollys sind auch wichtig, aber Heilung ist erstmal wichtiger. Im Zweifel kann Joel prügeln. Woher wusstest du's? Er ist schlau. Was denn? Das mit dem Überfall. Ich kenne beides. Ja, da lässt sich daraus schließen, dass er das auch mal gemacht hat. Und so viele Unschuldige. Ellie! Ich verstehe. Das heißt dann wohl ja. Verstehe es, wie du willst. Okay. Hier schlafen diese Typen wohl. Tja. Ach, Ellie. Da liegt ja noch mehr. Das ist eigentlich das Wichtigste daran. Medkit-Verbesserung. Lesen. Medizinisches Handbuch Band 1. Verbesserte Effektivität. Erste-Hilfemaßnahme auf dem Feld. Schienung. Schienen werden zur Stabilisierung verletzter Körperpartien benutzt. Ach. Erstens, stabile Gegenstände eignen sich gut als Stütze. Sind diese nicht verfügbar, reicht auch gerollter Stoff. Zweitens, Schienen sollten über die Verletzung hinaus verlängert werden, um den verletzten Körperteil bewegungsunfähig zu machen, wenn möglich. Sollten Gelenke ober- und unterhalb der Verletzung ebenfalls eingeschient werden. Drittens, die Schiene muss sicher ober- und unterhalb der Verletzung befestigt werden. Knoten direkt über der Verletzung sind zu vermeiden. Viertens, durch Abtasten des Bereichs abseits der Verletzung kann eine angemessene Durchblutung der übrigen Extremitäten gesichert werden. Umdrehen. Feldmedizin und Notfallversorgung. Das ist immer gut. So wie ich spiele, ist das sowieso immer gut. Warte mal, was? Da geht's raus, oder? Wo gehe ich hier hin? Alter, quietsch! Ich kann das nicht mitnehmen.
Dann mache ich halt auch eine Bombe. So, dann kann ich nämlich die Schere noch mitnehmen. Und wir haben eine Werkbank. Das machen wir jetzt noch und dann ist der Part zu Ende. Das ist ein guter Platz. Ist es das, Joel? Das ist es wohl. So, was machen wir denn jetzt am besten? Oho. Ich habe zu wenig Teile. Ach, dann müssen wir doch sparen. Okay, liebe Leute, das war ja aufreibend. Wir haben ein Auto gefunden, wir sind in Pittsburgh überfallen worden und jetzt müssen wir durch Pittsburgh durch. Genau das, was Joel nicht wollte. Ellie schlägt sich tapfer. Die schlägt sich wirklich tapfer. Also, wir machen in der nächsten Folge weiter. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Findet ihr Ellie eigentlich so? Wie gesagt, ich finde sie so süß und drollig und ich krieg sofort diese Beschützer-Vibes. Ich möchte sie auch beschützen. Das machen wir nächste Mal auch. Also, habt noch einen schönen Tag. Haut rein!